Hier nun ein paar Begriffe der komplexen Wechselstromrechnung. Da geht es eine ganze Menge hier einfach um Vokabeltraining, wenn man so will. Was ist nämlich Suszeptanz, Reaktanz und all dieser ganze Kram, der sonst noch so auftaucht. Fangen wir mal an mit dem Begriff Widerstand, den man jetzt genauer spezifiziert als auch den Wirkwiderstand. Also das ist das einzige Element, das tatsächlich etwas für uns tun kann. Alles andere ist irgendwie nur Energiespeicher oder sowas. Aber einen Wirkwiderstand will man immer haben, weil man will ja immer Wirkung haben. Wir stehen ja als Elektrotechniker nicht alleine auf weiter Flur. So. Und das ist natürlich der Realteil der Impedanz. Und der ist dementsprechend reell oder wird auch Resistanz genannt. Wir haben den Leitwert oder auch Wirkleitwert. Nun, der wird angegeben mit G und ist auch reell und heißt auch Konduktanz. Dann haben wir den komplexen Widerstand. Der wird in der Regel abgekürzt mit Z. Der ist nun komplex und er heißt auf schlau Impedanz. So, wir wissen schon ein bisschen was drüber. Ich schreibe erstmal die Begriffe zu Ende und dann baue ich sie auch noch zusammen. Wir haben den komplexen Leitwert. Y, auch der ist komplex und wird genannt die Admittanz. Dann haben wir den Blindwiderstand. Hier muss man uns jetzt auch tatsächlich dazu sagen, dass es der Blindwiderstand ist. Oben beim Widerstand konnte man das ja wahlweise mit Wirk oder eben ohne Wirk sagen. Der wird abgekürzt mit X. Der ist wieder reell und wird auch die Reaktanz genannt. Und dann haben wir noch den Blindleitwert. Hier gilt dasselbe. Auch hier muss man den Vornamen blind dazu sagen, der mit B abgekürzt wird und auch reell ist und auch Suszeptanz genannt wird. Ich mache nochmal auf die beiden Komplexen aufmerksam. Die einzigen beiden Komplexen sind die, alle anderen sind reell. Nun, die Zusammenhänge hier. Das hier ist der Realteil von Y. Naja, wir bauen es erstmal noch zusammen. Dann ist das hier natürlich der komplexe Widerstand. Der baut sich zusammen aus dem Wirkwiderstand plus J mal dem Blindwiderstand. Der baut sich zusammen aus dem Wirkleitwert plus J mal dem Blindleitwert. Und der hier ist entsprechend der Imaginärteil von Z. Und der ist der Imaginärteil von Y. So, sortieren wir sie zusammen. Dann haben wir erstmal hier die Reihe der Widerstände. Und dann die Reihe der Leitwerte. Ich möchte nochmal auf häufige Fehler aufmerksam machen. X und B sind reell. Also nicht, da kommt das J nicht rein. Komplex werden sie erst durch das J dazu. Das J ist also nicht drin
sondern kommt dazu, um aus x und b y und z zu machen. So, außerdem, wenn z gleich r plus jx ist, dann ist y gleich 1 durch z. Das könnten wir da oben noch zuschreiben, sogar. Diese Zusammenhänge, wenn man das haben möchte. So. Da könnten wir jetzt beide Farben drum machen. Aber das ist eigentlich Zeitverschwendung hier. Da ist nämlich die Verbindung zwischen beiden und nur da ist sie. So, jedenfalls ist dann das 1 durch r plus jx und das kann ich zusammenfassen in g plus jb. Aber es ist nicht g gleich 1 durch r und b gleich 1 durch x, wenn ich zusammenhängende, minus 1 durch x, wenn ich zusammenhängende Dinge habe. Das gilt nur, wenn ein r ganz alleine steht und ein x ganz alleine steht und nicht allgemein. Jedenfalls nicht allgemein. So.